Ja, junge Ameisenbären, die klettern eigentlich, das ist aus dem Instinkt heraus, klettern sie am Rücken und benutzen eigentlich die Mutter als Transportmittel sozusagen, wenn sie klein sind. Und je älter sie werden, desto mehr kommen sie dann hinunter. Aber sie, auch jetzt noch, wenn sie schon so groß ist und so ein Gewicht hat, trotzdem hängt sie sich noch gern drauf und hängt an der Mutter. Und das ist halt für die Ilse auch manchmal ganz schön schwer, wenn sie durch den Auslauf stapft und ein dicker Klops hängt dann noch drauf. 2, 6, 7. Anfangs hatte es so ausgesehen, als hätte die Ameisenbärin nicht genug Milch. Und so mussten die Pfleger ein bisschen zufüttern und das Gewicht von Fermina ständig kontrollieren. 2,670. 2,660. Fast 60 machen wir. 2,660. Zuerst haben wir ja geglaubt, dass es überhaupt kein Ameisenbärputzi dieses Jahr gibt, da der Ultraschall nichts ergeben hat. Und dann haben wir im August, am 11. August, haben wir dann in der Früh die freudige Nachricht gesehen, dass ein Putzi da ist. Und es war wirklich schön, wir haben uns alle urgefreut. Also die ist jetzt nicht wirklich eine Rabenmutter, aber wenn es um die Fürsorge für die Fermina kommt, ist sie nicht gerade die Beste. Also sie lässt sie schon manchmal im Bett liegen, wenn sie jetzt glaubt, sie möchte unbedingt baden gehen, dann geht sie baden, und wenn die Fermina im Bett bleibt, dann bleibt sie im Bett. Und am Anfang war das halt ein bisschen schwer für die Kleine, das zu verstehen, weil das ist überhaupt ganz neu für sie, weil auf einmal ist die Mama weg und dann hat sie geschrien und dann ist die Mama eigentlich, ja, die soll schreien, und dann ist sie irgendwie nachgelaufen. Mit der Fermina geht es so weiter, dass sie jetzt einfach noch bei der Mama bleibt. Wir werden dann im Frühjahr wahrscheinlich das Männchen dazulassen, den Morino, und dann schauen, ob sie sich vertragen. Aber in der Vergangenheit mit den anderen Jungen ist es immer gut gegangen. Also er ist ein braver Papa. Dann lassen wir sie zusammen. Und dann werden wir schauen, ob es in einem anderen Zoo, ob sie eine Stelle frei haben, wo es ein nettes Männchen gibt, das vielleicht für die Fermina gut wäre. Und dann werden wir sie wahrscheinlich in den anderen Zoo bringen. We'll be right back.